Leute. Wir begrüßen euch zu Rund ums Drehen. Mein Name ist Daniel. Mein Name ist Felix. Und heute präsentieren wir euch das Thema Wendeschneidplatten. Wir haben das Thema aufgegliedert in folgende Punkte. Definition, Auswahlkriterien. Die Auswahlkriterien haben natürlich mehrere Bereiche. Zum einen das Thema Anforderungen. Dann haben wir die Spanbildung, die wir betrachten wollen. Die Bearbeitungsstrategie werden wir betrachten. Dann gehen wir auf die Platte an sich ein. Und das Substrat, aus was die Platte bestehen kann, der Grundstoff sozusagen, dann die Grundform, dann die Geometrie, die Schneidengeometrie hier, zu guter Letzt die Beschichtungsart, weil es gibt verschiedene Beschichtungsarten für die Platten, und zu guter Letzt machen wir eine Prüfungsaufgabe. Dort werden wir die Bezeichnung, zum Beispiel CCGT, neu genau erläutern, erklären, was es bedeutet und was es euch auch dann sagen wird. Ihr könnt gespannt sein, viel Spaß wünschen wir euch. Nun darf ich beginnen mit der Definition der Wendeschneidplatte. Und zwar ist die Wendeschneidplatte ein Schneidwerkzeug, die exakt, zum Beispiel nach der Form, in den Halter reinpassen sollte oder muss. Über den Halter werden wir aber ein separates Video abdrehen, da könnt ihr schon mal gespannt sein. Auf jeden Fall können wir mit der Wendeschneidplatte verschiedene Materialien zerspannen, einfach mal als Beispiel Metall oder Kunststoff. Dann haben wir die Wendemöglichkeit, das bedeutet, bricht eure Platte oder sie verschleißt extrem, wie bei unserem letzten Video beim Aluminium, dann könnt ihr einfach die Platte einmal drehen. Kommt natürlich auch auf die Wendeschneidplatte drauf an, man kann sie teilweise auch mehrmals drehen. Ganz genau. Und wir haben die Auswahlmöglichkeit verschiedener Formen, verschiedene Beschichtungen, aber dazu kommen wir später genauer. Das war mal so viel zur Definition. Nun folgt Felix mit dem nächsten Punkt. Nachdem wir jetzt was über die Definition der Wendeschneidplatte erfahren haben, gehen wir mal in den Bereich der Auswahlkriterien. Wie wählen wir so eine Wendeschneidplatte aus und warum wählen wir sie aus? Ganz einfach, es kommt darauf an, was möchte ich machen. Möchte ich Bohrer, möchte ich Fräse oder möchte ich Dreher? Bohrer, ganz klar, hier dreht sich ja auf der Drehmaschine das Werkstück, der Bohrer bleibt stehen. Oder aber wenn er auf eine Ständerbohrmaschine geht, ist ja auch klar, euer Werkstück wird geklemmt und der Bohrer dreht sich. Gleiches Spiel beim Fräsen. Beim Fräsen ist so, hier rotiert ja das Werkzeug, also der Messerkopf zum Beispiel, auf dem man über Wendeschneidplatte montieren kann, das Werkstück bleibt stehen. Und beim Drehen ist ja wieder wie bekannt, Werkstück rotiert und das Werkzeug steht, und somit haben wir hier dann die Hauptunterschiede und auch die Hauptanwendungsbereiche für Wendeschneidplatten. Jetzt haben wir kurz mal die Funktionsweise der Werkzeuge mal kurz uns in Erinnerung geholt. Wir schauen es auch aus dem Blickpunkt der Spanbildung an. Beim Bohrer zum Beispiel ist ja die Spitze und die Flanke ständig im Eingriff. Das heißt, wir bekommen sehr viel Wärme ab, die über den Span kommt. Spannunternehmer, je nachdem wie gebohrt wird, relativ kurz oder lang, kommt auf der Werkstoff drauf an. Beim Fräse hingegen ist ja so, dass sich das Werkzeug dreht, tauchen die Platten immer kurz wieder ein. Das heißt, es gibt eine Wechselwirkung auf die Platte, sondern Stress im Prinzip, weil zwischen warm und kalt. Im Eingriff wird die Platte heiß, dann kommt sie kurz wieder raus, wird mit Kühlmittel benetzt, wird kurz abgekühlt und dann wird sie wieder in die Arbeit hineingezwungen. Hat einfach den Vorteil, dass man hier relativ kurze Späne erzeugen kann. Und beim Dreher ist es dann eben so, dadurch, dass die Platte ständig im Eingriff ist, muss man eine Plattegeometrie wählen, anhand des Spanwinkels, die den Span dazu zwingt, sich zu stauchen und dann zu brechen. Man versucht hier, diesen Nachteil eigentlich auszublenden, dass das Werkzeug einfach nur starr steht und alles abbekommt. Könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Schneeschieber, den ihr über den Hof schiebt. Der Schnee strömt hoch an das Schild und wird dann im Prinzip so gestaubt und wieder umgelenkt. So ähnlich verhält sich das Material an eurer Wendeschneidplatte. Und je nachdem, was für Material ihr eben habt, was sich eher dazu drängen lässt, eine Form zu bilden und abzubrechen, ist natürlich dann besser geeignet. Wenn ihr aber ein Material habt, was sich sehr, sehr schwer nur in diese Form bringen lässt, müsst ihr einfach eine andere Schneidgeometrie wählen. Hier sind Erfahrungswerte sehr gut oder auch Tabellenbücher oder auch von Herstellern die Datenblätter. Das mal zur Spannbildung. Leute, wir haben weitere Auswahlkriterien zur Wendeschneidplatte. Und zwar
Welcher Werkstoff soll bearbeitet werden? Ist es ein Hartmetall? Ist es Aluminium? Je nachdem gibt es sämtliche Werkstoffe, wisst ihr. Welche Bearbeitung findet am Werkstück statt? Beispielsweise bei einem Freistich braucht ihr ja zum Beispiel eine Platte mit dem gewünschten Winkel des Freistichs. Nur als Beispiel. Wollt ihr abstechen oder sonstiges? Dann haben wir zum Beispiel eine scharfe Schneide. Die ist eigentlich optimal geeignet für Aluminium. Andernfalls ist sie aber gar nicht geeignet für Hartmetalle. Wollen wir schrubben, wollen wir schlichten? Das werden wir beim Schrubben, werden wir nachher mal kurz ein praktisches Beispiel machen. Wir werden 4-5 mm über ein Material schrubben mit einer Schrubbplatte. Ihr könnt gespannt sein. Dann kommt es natürlich auch auf die Oberfläche drauf an. Soll der RZ oder RA-Wert möglichst gering gehalten werden oder ist es vollkommen egal? Dann haben wir verschiedene sämtliche Arten von Werkstoffen und Bearbeitungen, wie dann die spezielle Plattenformen haben, Schneiden, Geometrien und Beschichtungen. Wir wissen jetzt was über den zu bearbeitenden Werkstoff, wir wissen was über die Definition, wir wissen was auf die Bearbeitungsanforderungen und die Bearbeitungsstrategie. Es ist aber natürlich auch noch ausschlaggebend, wie viele Teile man produzieren will. Ist man eher als Serienfertiger unterwegs, ist natürlich wichtig, dass diese Wendeschnellplatte extrem viele Teile pro Platte herstellen kann. Ist man im Einzelteilbereich unterwegs, möchte man natürlich so viel wie möglich Material auf einmal abnehmen, um einfach diesen Bearbeitungsprozess effizient zu gestalten. Diese Aspekte sind auch sehr wichtig. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Grundwerkstoff, aus dem die Wendeschnellplatte besteht. Weil Härte und Zähigkeit im richtigen Verhältnis sind kriegsentscheidend für den zu bearbeitenden Werkstoff. Habe ich einen Werkstoff, der meine Platte durch unterbrochenen Schnitt beansprucht, wie zum Beispiel beim Abstechen von einem Sechskantmaterial oder bei einem Einstich in ein Sechskantmaterial, da bekommt die Platte jedes Mal einen leichten Schlag ab. Das muss die Platte vertragen können. Das kann sie dann, wenn die Kombination aus feinporigem Hartmetall und metallischem Anteil so gut gewählt wurde, dass eben eine relativ zähe Wendeschnellplatte hervorkommt bei hoher Härte. Das Ganze kann man durch den Sinterprozess sicherstellen. Sintern ist im Endeffekt wie Sandkuchenbacken bei der Oma. Trockener Teig mit etwas Butter oder Margarine vermengt im Backofen in einer Form mit hohem Druck entsteht dann die Wendeschnellplatte. Diese gibt es dann in geschliffener Form oder ungeschliffener Form, je nach Bearbeitungsvorgabe. Und das wäre im Endeffekt mal die Notwendigkeit, was man auch auf den Grundstoff dieser Platte legen muss. Nun geht es weiter mit der Grundform. Wir haben jetzt für unsere Drehmaschine einfach mal die gängigste ausgesucht, an unserer konventionellen Drehmaschine. Und zwar wäre die für unseren Drehmeißel die Grundform D. Hier haben wir mal eine Platte vorbereitet, so sieht diese aus. Diese zeichnet sich aus durch den Eckenwinkel von 55 Grad. Es gibt jedoch sehr viele unterschiedliche Formen, sie können quadratisch sein, rechtwinklig, rund und so weiter und so fort. Jede Form und diese Form, diese bestimmt auch in welchen Halter sie rein muss. Das wäre mal so viel zur Grundform. Ein wichtiger Punkt für die Platteauswahl ist neben der Grundform auch die Geometrie der Platte. Da kommen wieder die Grundlagen aus eurer Ausbildung zum Tragen und zwar die Winkel, Freiwinkel und Spanwinkel. Je nachdem, wie frei unsere Platte ist, also je größer der Freiwinkel ist, in der Regel hat er so zwischen 4 bis 7 Grad, je größer dieser Winkel ist, desto weniger drückt die Platte und sie schneller am Ende. Ist dieser Winkel kleiner, neigt die Platte zum Drücken. Das heißt, wir bekommen entweder schlechte Oberflächenwerte raus oder unsere Maschine braucht unglaublich Kraft, um diese Platte ins Material reinzupressen. Ein anderer Gegenpart, der natürlich auf der Wendeschnellplatte dann abgebildet ist, ist der sogenannte Spanwinkel. Der zwingt dann im Prinzip das Material zum Abstreifen. Den gibt es natürlich in positiver Form, dann ist eure Platte relativ spitz. Habt ihr einen negativen Spanwinkel,
ist euer Winkel sehr, sehr groß. Das heißt, das Ganze würde dann in diese Richtung gehen. Nimmt man dann bei harten und spröden Werkstoffe, die sollen dann so, ja, wie so drüber schruppen über das Material. Und bei einem positiven Spanwinkel dringt dann ja, die spitze Schneide ins Material ein und verdrängt es dann. Was auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist die sogenannte Spanleitstufe, die oben auf der Platte erkennbar ist. Das ist meistens wie so ein kleiner Huppel. Diese zwingt noch zusätzlich den Span dazu, dass er sich einfach anderweitig bewegt, dass man dieses Material besser bearbeiten kann. Das zur Geometrie. Wie eingangs in der Gliederung erwähnt, machen wir zum Schluss die Prüfungsaufgabe. Die kommt jetzt. Aus dem Bereich Schneidstoffe auswählen, folgende Aufgabenstellung. Für die Drehbearbeitung der Antriebswelle stehen folgende Wendeschneidplatten nach ISO 1832 zur Verfügung. Die erste Aufgabe dazu. Erläutern Sie die Angabe zur Wendeschneidplatte. Die Angabe zur Wendeschneidplatte ist dieses Sammelsurium aus Buchstaben und Zahlen. Dieses einfach mal wegdenken, das haben wir schon herausgeschrieben. Was brauchen wir? Wir brauchen ein Tabellenbuch. Dieses haben wir hier von der Auflage 46 und wir gehen wie folgt voran. Ist eigentlich ganz einfach, wenn wir hier das so sehen, ist alles durchnummeriert. Das bedeutet, wir beginnen mit der 1. Der erste Buchstabe ist einfach die 1. Und das ist ganz normal die Plattengeometrie. Die zweite Position in dieser Aufzählung ist die Grundform. Die dritte Position, K, ist bei uns die Toleranz der Platte. Die Nummer 4, das M in dem Fall, ist das Befestigungsmerkmal, entweder mit Schraube, geklemmt oder sonst wie befestigt. Diese ist mit Schraube befestigt. Und nun kommen lauter Zahlen. Das ist immer so ein Bündel. Die Zahlen, die finden wir aber nicht hier durchgehend weiter. Diese stehen alle hier in dieser Tabelle drinnen. Das heißt, die 11 ist einfach die Plattengröße in Millimeter, sowie die 04 die Plattendicke S in Millimeter ist. Die 02 am Ende gibt Auskunft über den Eckenradius. Es gibt Eckenradien mit 0,2 mm, 0,4, 0,8 bis 1,2 oder sogar darüber hinaus. Das müssen wir aussehen. Und nun wären wir eigentlich mit der Wendeschneidplatte fertig, denn das HC-P10 bezieht sich auf die Schneidstoffe. Dazu können wir im Tabellenbuch einfach eine Seite zurückblättern und dann, das wäre die Seite 304 dann, und dann sehen wir hier das HC und können das einfach herausschreiben, so wie das P10 der Schneidstoff angibt. Über das Thema Schneidstoffe werden wir auch noch ein Thema machen, aber so viel mal dazu. Ja. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen soweit. Wir freuen uns natürlich über eure Rückmeldungen, über euer Feedback. Bitte in die Kommentare. Und Themenvorschläge hören wir natürlich auch jederzeit gerne wieder. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Natürlich gerne ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal.